Ja, hallihallo, hallöchen, ich bin's wieder, Track, und ich trashe heute für euch Marble Insanity. Marble Insanity, das kenne ich noch von früher, das war mal auf einer Computerbildspiele-CD-ROM drauf von 2003. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Easy Mode. Ich spreche das übrigens gerade nach, deswegen muss ich mich etwas beeilen. Fakt ist nämlich der, dass das Spiel zu laut war und man die Spielmusik nicht einstellen konnte und man hat mich nachher gar nicht mehr gehört, als ich da wirklich mitgesprochen habe. Deswegen habe ich das nochmal neu gemacht. So, und ihr seht hier gerade die Kugel, die muss man einfach nur mit den Pfeiltasten in Richtung Ziel bewegen. Ziel ist immer der Stern. Und man muss halt mehrere Hindernisse auf dem Weg immer überwinden, wie diese kleinen Hügel gerade oder in diesem Fall jetzt auch mehrere Senken. Das Spiel hat insgesamt 5 Level, das in 3 Unterlevel aufgeteilt ist. Das ist hier zum Beispiel das zweite Unterlevel sozusagen von Level 1. Am Ende hat man immer diesen, ja, diesen LSD angehauchten Wahnvorstellungsscreen, nenne ich den mal. Da denkt man echt, man wäre voll auf Droge, wenn sich alles anfängt zu drehen in allen möglichen Farben. So, das hier ist ein sehr hohes Hindernis gewesen, aber wir haben es natürlich gepackt. Man kann die einzelnen Kapitel natürlich auch abkürzen, das werde ich euch aber erst später zeigen. Aber später ist relativ, weil die Aufnahme insgesamt eh nur etwas über 13 Minuten dauert. So, hier haben wir eine zweite Umgebung, die ist ein wenig, sag ich mal, wie Minecraft. Von den Grastexturen her und mich erinnert das so ein bisschen an Minecraft. Jo, und an für sich ziehe ich da auch so ein paar Parallelen, weil hier hat man auch so eine, zwar keine Blöcke, aber einmal ein Quadratmeter Felder, die auch ja, mit Gras bewachsen sind. Daher ähneln die dem Minecraft-Spiel doch ein wenig. Der einzige Unterschied ist, hier hat man auch schräge, so schräge Spielfelder, aber in normalen Minecraft hat man das natürlich nicht. Da hat man nur Blöcke. Dafür ist diese Spielwelt auch begrenzt. Die Minecraft-Spielwelt nicht. So. Und hier hat man dann wieder einen kleinen Einblick in die etwas schwierigeren Level. Nämlich hier muss man über diese, ja, über diesen kleinen Pfad durch das Wasser manövrieren. Wenn man ins Wasser fällt oder aus der Spielwelt raus, dann hat man natürlich verloren. Also ein Leben verloren. Man sieht jetzt gerade oben links, wir haben 12 Leben. Und man sieht ja auch immer eine Zeitanzeige. Also man hat eine Minute, zumindest im Easy Mode, durch das Level durchzukommen. Und ja, diese eine Minute, die braucht man eigentlich so gut wie nie. Also als Anfänger, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, über diese 60 Sekunden hinauszukommen, aber danach auch nie wieder. Ja, und wir sind jetzt hier gerade bei Icy Conditions in der Spielumgebung. Bei Icy Conditions, da gibt es eine kleine Schwierigkeit, man, ja, man kann nicht so leicht bremsen. Wahrscheinlich wegen dem Eis. Logischerweise. Aber das Lenken an sich beeinträchtigt das nicht. Blöd ist natürlich an Stellen wie hier, wo man so runter und so runter rutscht und dann natürlich auch manchmal aus der Spielwelt raus. You've pulled into the void heißt dann natürlich, du wurdest in, ja, in das Nichts rausgezogen oder rausgeworfen, keine Ahnung. So, und boah, das sieht auch immer aus am Ende. So richtig, als wäre man voll auf Droge, als hätte man sich gerade schön einen Schuss gesetzt. Und hier sind wir jetzt in Level 4, Industrial Zone. Industrial Zone, ja, das sieht jetzt nicht so sehr nach Industrie aus. Man hat da ein bisschen Lava. Das jetzt Industrie ist, keine Ahnung. Das Einzige, was wirklich nach Industrie aussieht, ist der Untergrund. Da hat man ein paar Nieten drin in so einem Stahlteil oder was das sein soll. Und wir sind jetzt in Level 4.2 und ja, was hier an Pfeilen sind, das habt ihr euch vielleicht schon gefragt. Diese Pfeile, die helfen dem Spieler, wenn er nach oben will und man kann ja da nicht einfach so hoch. Also hat man ja gerade auch gesehen in den ersten Leveln, man braucht, um die Hindernisse zu überwinden, auch ein wenig Anschwung und so weiter. Und das ist so eine Art, keine Ahnung, Nitro-Booster oder so für die Kugel. Hört sich lustig an, ist aber so, dass die Kugel dann auch mit einer normal hohen Geschwindigkeit auch ziemlich steile Berge hochkommt. Ja, und wir sind hier jetzt wieder am Ende des
vierten Levels, jetzt am Anfang des fünften, des Final Levels, Lake of Fire. Und da seht ihr auch, hier ist alles mit Lava umgeben. Das erinnert mich auch ein bisschen an Minecraft. Auf der einen Seite Lava, auf der anderen Seite wächst Gras. Sehr realistisch. In beiden Games jetzt, ne? Und ja, mir gefällt das Spiel an für sich ganz gut, weil das Spielprinzip ist einfach geil. Ist so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, auch wenn man hier nicht jumpen kann, aber das ist ziemlich egal. Das macht trotzdem super Spaß, das kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen. Man, oh ja, hier kommen wir nicht weiter, da muss ich mich mal kurz ins Void pullen. Genau. So, am Anfang immer get ready, mach dich bereit, ja. Man muss sich auch so bereit machen, weil das Spiel so actiongeladen ist, dass man fast vom Stuhl fällt. Aber jetzt mal im Ernst. Ich finde es ganz lustig, diese Kugel da hin und her zu buxieren. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Anlauf nehmen. Weil man da auch immer so ein bisschen tricksen und nachdenken muss. Und das macht mir persönlich ziemlichen Spaß. Auch wenn es nur diese 5 Level gibt, mit den jeweils 3 Unterleveln, unter Kapiteln, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und wir sind jetzt im letzten, in 5C. Und hier ist es dann natürlich auch, natürlich auch höchste Schwierigkeit im ganzen Spiel, logischerweise. Nee, ist es nicht, das wird zum Ende hin immer leichter. Ja, klar ist am Ende schwer. Und ja, im Endeffekt muss man hier alles anwenden, was man vorher schon irgendwie sich angeeignet hat. Man muss wirklich super aufpassen und trotzdem eine ziemlich hohe Geschwindigkeit behalten, um trotzdem noch eine gute Zeit zu kriegen. So, und hier ist das Spiel gerade hängen geblieben. Ihr seht jetzt nur diesen, diesen LSD-Screen, wie ich ihn gerade genannt habe. Allerdings habe ich in echt noch den Score-Screen gesehen und hatte da eine Average-Time, also eine Durchschnittszeit von 18 Sekunden. Jetzt sind wir im Normal-Mode, also in der im Normalmodus. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 8 Leben und wir haben nur 30 Sekunden, also nur die Hälfte pro Level-Zeit. Ist natürlich jetzt nicht besonders schwer, weil man da auch keine 30 Sekunden braucht in den Leveln. Aber es macht die ganze Sache, doch ein wenig komplizierter, ein wenig mehr tricky, ne? Du immer mit deinen tricky Leveln hier. Und ja, wie gesagt, ich werde euch jetzt auch ein paar Abkürzungen zeigen. Gleich zum Beispiel in 2A, glaube ich, das erste Mal. In allen 2er Leveln, nicht in allen 2 Leveln. Als ob das Spiel nur 2 Level hätte. Nein! Ich rede hier wieder einen totalen Mumpitz, einfach weil ich nur mich ziemlich beeilen möchte mit dem Quatschen. Und zwar gibt es in allen 2er Leveln Möglichkeiten abzukürzen. Jetzt in den 1er Leveln aber noch nicht, soweit ich weiß. Obwohl, hier kann man abkürzen. Ach nee, das ist schon 2. Ah, toll. Toll, Philipp, hast du wieder ganz toll geredet hier. So, und zwar hier drüber und schon ist man im Ziel. Gerade muss man außen rum. Da hat man jetzt aber einiges an Zeit gespart, bestimmt 8 Sekunden. Und das wirkt sich natürlich positiv auf die Average Time aus. Ist ja Englisch, nicht Average Zeit. So. Und ihr habt hier gerade auch gesehen, hier kann man auch richtig schön runterrollen. Also man muss nicht den Weg da, den Berg runter, sondern man kann auch an der Seite runter und spart dadurch Zeit. Man hätte in diesem Level sogar noch mehr abkürzen können, dass man noch an der Seite des anderen Levels, also des anderen Berges, in dem Level vorbeikommt und dann da insgesamt für den Level vielleicht 2 oder 3 Sekunden gebraucht hätte, aber das wäre mir zu gefährlich gewesen, hätten wir zu viele Level verloren, deswegen, naja. In dem Level kann man auch, wie gesagt, wie gerade auch den Berg einfach runter, ist dann kurz vorm Ziel und hat es eigentlich schon geschafft. Und wenn man das in den, ja, wie gesagt, hier kann man nicht so gut bremsen, in den Icy Leveln. Und insgesamt spart man dann eine Menge Zeit, wenn man in den einzelnen Leveln abkürzt, was einem dann eine ziemlich geringe Average Time einbringt. Mein Rekord insgesamt war 10 Sekunden. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr das Spiel irgendwo findet, ob ihr das unterbieten könnt. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand sieht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe ja insgesamt 28 in Zahlen. 28 auch, verdammt. Schon wieder raus. In Zahlen 28 YouTube-Zuschauer bis jetzt auf meinem Kanal gehabt, also generell bei meinen Videos gehabt.
Also hammermäßig. 28. Boah, knapp geschafft. Und wir sind jetzt mal wieder im Ziel. Das letzte Icy Conditions Level 3C. Und hier kann man auch richtig hammermäßig abkürzen. Man kann nämlich hier über diesen Berg drüber und wenn man es drauf hat, schafft man sogar ins Ziel. Ich habe es anscheinend nicht drauf. Noch 5 Leben, ja komm, bis. Ja, das sollten wir doch schaffen, bis zum Ende. Und hier kommen wir nochmal durch. Und jawohl, wir schaffen es bis zum Stern. Ich bin übrigens gerade dabei, auch ein paar Updates hier für meinen Rechner zu machen. Update 53 von 60. Richtig genial. Ich hatte den eine ja doch 1,5 Jahre nicht mehr am Internet angeschlossen und jetzt macht er natürlich erstmal 60 Updates. So, hier, wie ihr gerade gesehen habt, in diesem Level kann man auch abkürzen, allerdings nur an einer Stelle und so viel Zeit bringt die einem gar nicht. Ähnlich ist es auch in dem Level. Man hat hier auch eine Stelle zum Abkürzen. Man kann nämlich hier unten über diese kleine Kante balancieren. Bringt einem 3-4 Sekunden, ist nicht so viel, aber im Endeffekt, wenn man jede Sekunde mitnimmt, die man insgesamt im Spiel sparen kann, bringt einem das doch ziemlich viel. So, in dem Level könnte man theoretisch auch abkürzen, nämlich hier links an der Seite entlang. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da, dass dann diese Meldung kommt, you've been pulled into the void, also du wurdest in diese, ins Nichts raus katapultiert. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen bin ich hier mal in diesem Level den sicheren Weg gegangen. Und jetzt sind wir am Ende im letzten Level Lake of Fire 5A. Und ja, da kann man so gut wie, ja, da kann man eigentlich gar nicht mehr abkürzen, weil da hat man nur noch einen Hügel, eine Linie, wo man halt drauf balancieren muss. Man kann nicht mehr zwischen den einzelnen Wegen hin und her rollen, weil es ist ja dazwischen überall Lava. Ich meine, klar, wenn man Selbstmord begehen will, kann man da ruhig mal in die Mitte rollen. Wenn man Bock hat, ein paar Leben zu verlieren. Mich soll es nicht stören. Aber ich persönlich mache das nicht, weil ich würde doch lieber gerne am Leben bleiben. So, am Ende kommt natürlich immer, habe ich noch gar nicht erwähnt, you've made it. Der Typ sagt excellent. Auch wenn man vorher 10 Mal abgekackt ist. Das ist eigentlich komplett egal. Solange du durchgekommen bist, war es excellent. Ja, was man davon halten kann, soll sich jeder selber denken. Das war damals noch nicht sehr weit mit der KI. 2003, aber seitdem hat sich zum Glück einiges getan. Und hier sind wir wieder beim Ende. Die Average Time lag am Ende bei 11 Sekunden. Also habe ich meinen Rekord nur um eine Sekunde verpasst. Und naja, man sieht sich dann im nächsten Part, im nächsten Let's Trash. Und bis dahin sage ich Tschüsschen.